und damit dann hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Ja, Minecraft mal relativ kurzfristig. Doch noch die Zeit gehabt aufzunehmen. Ach ja, sehr schön. Ich muss gerade sagen, hier, das sieht natürlich echt genial aus, ne? So, direkt hier das Wasser, kurz da drüber, dann der Stein und so schön die Wellen, die sich daran lang bewegen. Es darf nicht zu dolle wellig werden, ne? Also zu krasser Seegang wäre nicht so von Vorteil. So, dann gucken wir mal da vorne. Ne, hab ich nichts gesehen. Hat immer noch keiner rausgenommen. Hat immer noch keiner was rein. Ah, das ist ja schrecklich. So, wunderbar. Ich glaube, es wird bald... Oh, es geht noch, es geht noch. So, dann gucken wir mal. Haben wir ein bisschen was zu tun. Wichtig wäre ja eigentlich Fichtenholz, ne? Wenn ich das hier so sehe. Oder war das... Ne, das war Fichte, ne? Ja. Gut, dann schlagen wir mal kurz ein paar Fichten. Das hört sich voll mies an. So, nein, nein, tut mir nicht weh. Doch, komm her, du Fichte. Nein. Entschuldigung. Ach ja, es ist Geigenhumor. Ich habe jetzt... es ist jetzt gerade auch Montag, also praktisch, ich habe die Folge gerade vor ein paar Minuten, also kurz bevor ihr sie gesehen habt, habe ich sie aufgenommen, weil ich zum Glück jetzt endlich mal 2 Tage frei bekommen habe. Nur um dann wieder mindestens 7 Tage am Stück durchzuarbeiten, weil ja die ganzen Leute sich da draußen so doof verhalten müssen und keiner darauf achtet, wer mit wem irgendwie irgendwas und dadurch dann halt das Ganze mit Corona wieder so schlimm geworden ist. Ja, yay. Also die Nachlässigkeit der anderen und ich werde dafür bestraft. Super. Ich bin ganz alle stolz auf euch. Ja, mal gucken. Naja, was soll man machen? Ganz ähnlich ändern. Ist ja nicht so, dass man die Leute einsperren dürfte oder sowas. Das wäre so viel besser. Ja. Alle so für 4 Wochen einsperren. Ja. So eine Lieferando-Flatrate für die Zeit. Und fertig ist. Wobei, das geht ja dann auch nicht, weil es ja auch nicht jeder eingesperrt. Ja, ich weiß. Das System hat Schwächen. Aber irgendwas in der Richtung müsste man halt machen. Um der ganzen Situation mal ein bisschen Herr zu werden, ne? Also wie es jetzt ist, dieses mit den, dass die, dass praktisch die Restaurants schließen, wobei ja nicht richtig geschlossen ist. Die dürfen, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, darf man ja doch zum sich da Essen bestellen oder mitnehmen. Aber man darf halt dort nicht mehr essen. Ja, weil ganz ehrlich, ich fände es Schwachsinn, wenn man jetzt sagt, okay, die müssen halt komplett dicht machen. Und keiner darf mehr irgendwas irgendwo, denn die haben schon echt es schwierig gehabt. Also gut, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der so mega viel irgendwo essen geht. Eigentlich gar nicht, weil ich halt gar keine Zeit dafür habe. Ja, das ist sowas, da fehlt mir die Zeit für. Ich bin halt die Leute, die so viel Zeit haben, aber ich gehöre definitiv nicht mit dazu. Naja, mal gucken. Vielleicht. Bringt es ja doch ein bisschen was, aber ich glaube da, wie gesagt, nicht dran. Ich bin der Meinung, dass es irgendwo, irgendwie fängt man da an der falschen Stelle an. Ja, das ist ganz nett, ja. Das ist ja bekanntlich auch die kleine Schwester von Scheiße. Also, ja, hätte man auch durchaus sein lassen können, diesen netten Versuch, diesen Alibi-Versuch. Letztendlich ist es nichts anderes, ja. Es ist einfach nur, dass man dann im Endeffekt sagen kann, ja, wir haben es versucht. Wir haben was versucht zu ändern, zu bewegen, aber naja, eigentlich wusste ja jeder von vornherein, dass es nichts bringt. Ja, es ist halt, wie gesagt, totaler Schwachsinn. Also, naja. Das entscheiden halt Leute in anderen Gehaltsklassen, die natürlich aufgrund ihres Verdienstes so viel befähigter sind, solche Entscheidungen zu treffen. Finde ich immer so super, ne? Also, dass die Leute gar nicht irgendwie aus dem Bereich kommen, gar keine Fachexpertise haben, aber aufgrund, dass sie in dieses Amt, diese Behörde, diesen Dienstgrad, was auch immer, gewählt wurden oder weil einfach, ja, die Zeit war rum, es war wieder mal eine Beförderung notwendig, deshalb ist man dann jetzt in diesem Dienstgrad, dann da sitzen und Entscheidungen treffen, von denen sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Es ist grandios, muss ich sagen, immer wieder. Dieses System ist so altbacken scheiße. Es ist halt
wenn man sich mal überlegt, es hat sich seit der Zeit der Fürsten, Grafen und Barone, ja, die damals als Gutsherren über die Menschen geherrscht haben, ja, Zeit der Leibeigenen, der Feudalherrschaften, des Feudalismus, seitdem hat sich da nichts getan. Es ist eigentlich kein anderes Prinzip. Anstatt dass wir irgendeinen Grafen von und zu oder Lehnsherren von und zu hier sitzen haben, der dann uns bei Nichtgefallen totschlägt, wenn wir nicht schnell genug arbeiten oder uns einfach nur sagt, was wir zu tun und zu lassen haben und selbst dann praktisch sagt, nein, du darfst kein Holz in diesem Wald schlagen, weil das ist mein Wald, du darfst sie nicht jagen, weil das ist mein Wald, mein Wild, was da in dem Wald lebt. Du darfst mir alles geben, was du hast. Ich lasse dir ein bisschen was übrig. Es ist immer noch das gleiche Prinzip wie damals. Bloß, dass sie sich jetzt anders nennen und sie vom Volk gewählt werden. Also wir wählen uns unsere eigenen Knechte. Das ist halt so Wahnsinn. Also jetzt nicht, dass Demokratie scheiße ist, aber diese Form der Demokratie ist noch nicht so richtig das Wahre. Also da muss man sich nochmal irgendwie ein anderes System überlegen. Denn, seien wir mal ehrlich, so häufig wie dort, ja, wie will man sagen? Also man muss es wirklich sagen, volksfeindliche Entscheidungen getroffen werden, kann das ja dann kein Vertreter des Volkes sein. Also bin ich der Meinung, ja. Also jedes Mal, wenn ich wählen war, war ich danach enttäuscht darüber, dass die Partei, die man gewählt hat, dann irgendeine Koalition eingegangen ist, ihre eigenen Werte dadurch verkauft und verraten hat, anstatt zu sagen, Entschuldigung, anstatt dann zu sagen, okay, nee, wir gehen keine Koalition ein, dann haben wir halt nicht die Mehrheit, gehen wir halt in die Opposition, nur um den Machterhalt oder die Macht zu bekommen, dann solche Bündnisse einzugehen, halte ich eh für Schwachsinn, weil das ist vorbei an dem, was man eigentlich wollte. Aber naja, es ist halt, ne, die machen das halt und man selbst ist dann vielleicht froh, ich weiß es nicht, ist man dann froh, wenn diese Partei dann an der Macht ist? Also ich muss sagen, mich hat das bisher nicht froh gemacht, weil, wie gesagt, die Werte und das, weswegen man diese Partei gewählt hat, eigentlich dann nie wirklich so funktioniert hat, weil das dann immer nur so eine halbgare Kompromisslösung war. Wo man im Endeffekt dann da hing und sich dachte, ja gut, jetzt das hätte er dann eigentlich auch sein lassen können. Ja, das ist dann so wie diese, was man momentan gelesen hat, diese Erhöhung des Kindergeldes, ja, wo die sich feiern, dass sie das Kindergeld erhöhen. Und ich weiß gar nicht, was haben sie geschrieben mit diesen ganzen Steuererleichterungen? Sind das irgendwie um die 100 Euro im Jahr, die dann ein Haushalt spart? Also es ist wirklich ein Witz. Also davon kriegt man nichts. Und wenn man dann mal im Vergleich dazu guckt, was zum Beispiel Klamotten oder die Sachen kosten für Kinder, also was zum Beispiel Schulausrüstung und sowas angeht, ne? Ein Rucksack und alles Mögliche. Jetzt kann man sagen, klar, da gibt es Förderung. Ja, Förderung für die Leute, die es halt noch schlechter getroffen hat. Ne? Also zum Beispiel hier Hartz-IV-Empfänger oder Menschen, die arbeitslos geworden sind. Die können da entsprechend Förderung beantragen, aber für die anderen ist es ja trotzdem teuer. Heißt ja jetzt nicht, dass die anderen dann auf einmal das Geld mehr oder weniger scheißen können. Ja? Und so nach dem Motto, oh ja, das ist jetzt kein Thema, das machen wir dann halt. Ne? Nee, ist halt. Wie gesagt, es ist so unsinnig, das Ganze. Also so viele Entscheidungen, wo man sich denkt, ja gut, okay, ganz ehrlich, also entweder ihr macht's richtig oder dann halt eben gar nicht. Aber ich glaube, man ist eher in dieser Richtung, wir machen einfach irgendwas, dann können wir sagen, wir haben was gemacht. Auch wenn es eigentlich nicht wirklich was gebracht hat oder irgendwo einen Mehrwert für die Leute hatte. Ja, und das ist halt schade, ne? Aber gut, jeder sucht sich da das selbst aus. Wobei man sagen muss, im Endeffekt, was ich eben gesagt habe, ne? Also wenn man dann wählen geht und dann diese Koalition dann praktisch ihr eigenes Wahlprogramm hinten anstehen lassen, nur wegen dem Machterhalt. Ja, was willst du denn dann noch machen? Da kannst du dann halt auch nichts mehr machen, ne? Genau. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie wir das hier am elegantesten lösen. Die Lösung von eben gefiel mir nicht. Die war jetzt nicht so schnieke. Was wir machen könnten, was ich ganz hübsch fände, wären Stufen. Dadurch, dass dieser Stein so hell ist, der normale Bruchstein, würde das sogar funktionieren. So, gehen wir mal kurz hier hin.
Haben wir hier auch so eine See? Ja, haben wir nicht. Nein. Ja, haben wir nicht. Genau. Richtig. Wunderbärchenhaft. Ja, es ist halt momentan genauso, sind halt diese sinnfreien Entscheidungen, die man momentan trifft in Bezug auf die Pandemie. Ich sehe es ja, da wir Amtshilfe leisten beim Gesundheitsamt in Köln, was eigentlich nur noch von Studenten und Soldaten getragen wird, ja, das Ganze, diese Kontaktaufnahme, Kontaktverfolgung, Anlegen der Leute, die infiziert sind und so weiter, das wird eigentlich nur noch von diesen Leuten gewuppt. Und es ist krass. Also die Arbeitsbelastung ist halt Wahnsinn. Wie gesagt, 7 Tage arbeiten. Wenn du Glück hast, kriegst du einen Tag frei. Wenn du ganz, ganz viel Glück hast, vielleicht 2 Tage, aber auch nicht unbedingt am Stück. Wo man dann echt sagt, okay, man geht halt nach 2 Wochen mittlerweile am Krückstock, wo man eigentlich nicht wirklich frei hatte. Ja, also ich hatte jetzt in 2 Wochen, hatte ich einen Tag frei und jetzt habe ich mal nach 2 Wochen 2 Tage frei. Das ist halt nicht gerade wenig Arbeit, ne? Also es ist halt wirklich Stress pur. Ja, und das ist so, ja, man nimmt das halt hin. Und wenn dann noch so wie bei uns das Ganze dann so ist, dass. So gucken, passt das dann? Ich hoffe, es passt. Dass das dann immer mehr verlängert und verlängert wird und dann Leute ausfallen und man dann, ja, nee, frei gibt's nicht. Du musst länger machen. Du musst an dem Tag auch noch kommen. Irgendwann hat man halt die Schnauze voll. Und wenn man dann Leute hat, zum Beispiel, die man dann kontaktiert und dem mitteilt, hey, Mensch, da bei dir, da gab es einen positiven Corona-Fall, du musst jetzt in Quarantäne, wir schicken dir das jetzt zu, das hast du sofort, weil per Mail hat man das ja sofort. Dann die Leute sowas sagen wie, oh, ich fühle mich aber gesund, ich laufe weiter draußen rum, dann könnte man echt manchmal einfach durchdrehen, durch den Hörer greifen und denjenigen einfach mal richtig schön auf die Fresse hauen. Weil man sich dann auch denkt, so ganz ehrlich, wie stark kann man einem einzelnen Menschen ins Gehirn geschissen haben, ja, dass er dann sagt so, nö, mache ich jetzt nicht. Gut, klar, es gibt halt Rechtsmittel dagegen, ne? So eine Quarantäne, das ist eine Ordnungsverfügung. Aber ich frage mich so, denken die Leute denn nicht nach? Denkt denn da jeder jetzt nur noch an sich? Klar, ich könnte mir auch was Besseres vorstellen, als 2 Wochen zu Hause sitzen zu müssen, nicht rausgehen zu dürfen und so weiter. Aber wir haben halt jetzt auch wirklich eine Situation, die halt so in ihrer Art noch nicht wirklich bei uns mal Einzug gehalten hat. Ja, also so in dieser Güte hatten wir noch keine Pandemie. Um Ebola kamen wir vor ein paar Jahren glücklicherweise drumherum, als es so schlimm war in den Dritte-Welt-Ländern. Und jetzt mittlerweile, ja, jetzt hat es uns erwischt. Man muss aber auch sagen, dass es jetzt nochmal so schlimm geworden ist, sind wir selbst dran schuld, ne? Also zum Beispiel, dass jetzt auch die Leute nicht rechtzeitig nachverfolgt werden können, gar nicht wissen, dass sie in Quarantäne müssen, weil es so lange dauert, bis sie informiert werden, alles, da sind wir alle selbst dran schuld. Weil man muss es ganz klar sagen, ich sehe ja dieses Chaos hier beim Gesundheitsamt entsprechend. Jedes Gesundheitsamt kocht nach wie vor sein eigenes Süppchen. Keiner kommuniziert über irgendeine generelle Plattform oder mit einer generellen Software miteinander, sodass man kurze Wege hat, um das alles schnell umsetzen zu können. Ja, jeder hat da so sein eigenes Ding. Man hatte jetzt ein halbes Jahr Zeit seit Anfang des Jahres, sich was einfallen zu lassen, um sich darauf vorzubereiten, auf das, was alle gesagt haben. Ja, da wird es im Herbst, ne, hat man ja gesagt, am Anfang des Jahres, da wird es garantiert nochmal schlimmer, wenn dann die Erkältungswelle sowieso ankommt. Da hat man Zeit gehabt und man hat nichts gemacht. Man hat weder Personal bereitgestellt und geschult für diesen Fall. Das macht man jetzt, was zu spät kommt. Ja, man hat weder eine gemeinsame Software sich überlegt, gemeinsame Vorgehensweisen, Formulare, irgendwas. Also nichts ist dort einheitlich. Jedes einzelne Gesundheitsamt hat da seinen eigenen Mist. Und da muss man sich jetzt nicht wundern. Im Endeffekt müsste man da jetzt eigentlich rigoros vorgehen und die Leute, die dafür verantwortlich sind, rausschmeißen, weil sie einfach mal komplett versagt haben und damit das Leben der Bürger und Bürgerinnen dieses Landes entsprechend aufs Spiel gesetzt haben und ja, einfach nur, weil sie anscheinend zu faul waren, nicht genug Geld dafür bereitstellen wollten, weil seltsamerweise jetzt kann man ja genügend Geld bereitstellen. Also es ist alles, wie gesagt,
ja, wie man so häufig sagt, ne, die Leute handeln meistens erst, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Hier muss man sagen, das Kind liegt schon seit einem halben Jahr im Brunnen, ist mittlerweile schon etwas, wie Wasserleichen halt so aussehen, ne? Möchte man sich jetzt vielleicht bildlich nicht so weiter vorstellen, aber das ist schon lange vorbei. Also das Kind ist schon lange tot, was hier entsprechend im Brunnen gefallen ist in diesem Fall. Und ja, jetzt ist es einfach nur gucken, wie schlimm wird es jetzt noch, weil da hätte man definitiv anders handeln können. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, bleibt gesund, passt auf, haltet euch an diese Regeln. Ich weiß, sie sind ätzend, ich mag sie selber auch nicht. Ich hasse es, die ganze Zeit im Büro mit dieser Maske sitzen zu müssen, weil wir da so viele Leute sind. Es gibt garantiert schönere Sachen als das, aber wir werden nicht drum rumkommen und wir können einfach nur hoffen, dass wir die Menschen um uns drum herum und uns selbst entsprechend schützen. Und da einfach nur denkt auch mal an die anderen. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Mr. Zocker.